Am Donnerstagabend sorgte eine unerwartete Landung für Aufsehen auf dem Flugplatz Auerbach. Zwei imposante AH-64 Apache-Hubschrauber der US-Armee setzten gegen 17.45 Uhr zur Zwischenlandung an. Schlechtes Wetter in Richtung Bayern hatte diese Unterbrechung notwendig gemacht. Die unerwartete Ankunft der Kampfhubschrauber lockte zahlreiche Schaulustige und Technikbegeisterte an den Ort des Geschehens. Besonders beeindruckend war der Start der Hubschrauber, der zum Höhepunkt des Ereignisses wurde. Die Fakten zum AH-64 Apache sind ebenso eindrucksvoll wie sein Erscheinungsbild. Der Hubschrauber wurde in den 1970er Jahren von der US Army entwickelt und spielt eine entscheidende Rolle in der Luftkampfführung, Aufklärung und Feuerunterstützung in verschiedenen Einsatzszenarien. Mit einer 30mm Maschinenkanone und verschiedenen Raketen ausgestattet, verfügt der Apache über eine beeindruckende Feuerkraft. Die fortschrittlichen Sensoren und Avionik, darunter Radar- und Nachtsichtgeräte, gewährleisten präzise Zielerfassung und Aufklärung. Zwei Besatzungsmitglieder, Pilot und Waffensystemoffizier, steuern den Hubschrauber, der zudem mit Panzerung und elektronischen Gegenmaßnahmen für eine erhöhte Überlebensfähigkeit ausgestattet ist. Der Apache wird hauptsächlich für Bodenkämpfer eingesetzt, kann aber auch Aufklärungsmissionen und die Unterstützung von Bodentruppen übernehmen.